schönen Polierungsstaub rein. Ja. Gut, ab da wusste ich schon nicht mehr, wo lang. Also Enduro fühlt sich eigentlich gerade echt gut an, muss ich sagen. Das Einzige ist halt wirklich die Kette gerade, die scheppert. Und ich kann keinen schweren Gang reinmachen, weil sie sonst noch mehr scheppert. Ja gut. Was war denn das für eine Line, ey? Das war der Ultra-Steeple. Junge, ich habe nicht mehr gewusst, dass der da oben so deep runter geht, der eine, der Drop. Dass der wirklich so... Manche Stellen wusste ich noch, aber wusste ich nicht mehr, dass sie so assi gehen. Vor allen Dingen, ich dachte, ich kann an dem Baum links abbiegen, links runter, dass ich über den Drop fahren muss. Auf einmal sehe ich... Nein. Robin, du bist eine Nummer zu früh. Ja. Noch 10 Meter links. Ja, fällt mal ab. Ja, es ist echt assi. Ich weiß, er macht schon Laune mit dem Enduro, aber irgendwie, mich scheppert es schon durch, aber irgendwie komme ich so die Drops und so gut rein, weil der halt schön verspielt ist. Dann werde ich halt mit dem DHL gleich wahrscheinlich Probleme haben mit diesem Verspielten, weil der Radstand halt wieder länger ist. Ja. Mallet. Ja. Also dafür, dass das Rad ungesetupt ist, und die Lenkereinstellung auch Pi mal Daumen ist, fährt sich das Ding echt gut. Vor allen Dingen, ich kann jetzt mal besprechen. Wir sind verschwendet.